Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video Minecraft PE. Und oh wow, ich bin schon drin. Überraschung. Ja, ich hatte geplant, in dieser Folge in diese Höhle zu gehen, die sich nämlich direkt hier befindet. Genau. Au. Ist es schon wieder? Komm. Stell mir dieses scheiß Skelett da. Stirb. 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 Oh, Alter. Scheint nach zu sein, ne? Hat die Spinne gerade das Skelett getötet? Okay, ich werde es nicht drauf erfahrungsvoll machen. Ich habe schon ein paar Fackeln dabei. Ich meine, ich weiß nicht, ob die reichen, aber wir werden damit schon ein bisschen vorankommen, glaube ich. Ja, was? Nee, oder? Ja, was? Ist doch gar keine ganze Höhle hier. Das ist ein Loch. Oh, Mann. Okay. Nein. Keine Sorge. Ja, ich habe ein bisschen Husten. Habe ich vielleicht noch eine andere? Ja, dann gehen wir doch da rein. In irgendeine Höhle muss ich reingehen. Der Drang kriegt mir so. Gut, da geht's weiter. Bauen wir jetzt mal schnell mit der Spitzhacke ab. Ich habe zwar noch keine guten Ressourcen, aber er braucht die schon. Ja, was? Im Ernst? Die Höhle auch? Also, wenn jemand jetzt hier verärgert ist, dann bin ich das. Weil das kann doch nicht sein. Nur solche blöden Höhleneingänge hier. Nur Eingänge, keine ganzen Höhlen. Muss ich auch schalten? Okay. Lauf immer in den Wald da. Vielleicht finden wir ja noch eine Höhle. Was ich nicht sehr denke, dass wir eine finden. Na. Mano. Dann gehen wir eben, dann machen wir daraus ein Nachttutorial. Aber zu, ja, wieso greife ich die nicht an? Ja, ich habe mich schon gewundert. Stirb. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu hell gemacht. Lautstärke, Perspektive, Schwierigkeit. Zweiter Bildschirm. Und das wäre. Ah, Helligkeit. Nee. Das ist zu hell. In der Nacht soll es doch dunkler sein. Ich meine, viel hat sich bestimmt nicht geändert, aber egal. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Ja. Ja, eine Höhle. Eine Höhle. Das Haus steht da hinten, ne? Ich baue mir da kurz einen Fackelweg hin. Nicht, dass ich noch vergesse, wo das Haus ist. Wäre nicht so gut. Muss ich aber nochmal zum Haus gehen und nochmal neue Fackeln machen. Weil ich glaube, 10 Stück werden nicht reichen. Da bin ich mir sicher. Warte, ne, da ist eine Hexe. Da ist eine Hexe. Oh mein Gott. Mein Gott, ich bin mit Langsamkeit abgeschossen worden. Ich stehe vor meiner Tür. Wo ist die Hexe? Oh mein Gott. Mein Gott, ich krieg da Angst. Was, ich kann gar nicht machen? Kohle. Ich hoffe, das reicht. Hab ich noch Kohle irgendwo? 20 Hoppen. 20 Hoppen. Ja, klar, und dann drin habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, ganz klar, ne? Okay, sorgen wir mal dafür, dass wir da ein paar Material bekommen. Nämlich brauchen wir ja auch, ne? Brauchen wir. Gut. Setten wir. Dann mach ich da unten noch kurz was rein, damit
Dann mache ich daraus schon mal die Fackeln. Genau, 3 Stück. Gut, dann haben wir jetzt insgesamt 21. Ja, dann haben wir auch fast wieder das, was wir am Anfang hatten. Ein Kohle kriegen wir noch dazu. Haben wir noch eine Fackel? Gut. Dann hätten wir jetzt unser Maximum erreicht. Naja, nee. Eigentlich nicht, aber bauen wir es ab. Nein, ich will abbauen. Wir essen es. So. Okay. Dann gehen wir mal in die Höhle. Was? Achso. Klar. Okay. So, Alter, eine Spitzhacke und ein Schwert in der Hand. Ich weiß nämlich nicht, ist das eine gute Idee? Okay. Gehen wir hier lang. Oh mein Gott. Das ist schon was anderes als die anderen Dinger. Okay, ich nehme das dann mal runter. Dann kommen wir in den Bereich, wo diese Kohle da liegt, die wir, denke ich, benötigen. Oho. Ich habe da irgendwas gerade gesehen. Zuerst baue ich hier mal was ab. Kohle gibt es immer so viel. Es ist wirklich beeindruckend. Haben sie gut hergemacht. So. So. Ich höre da schon wieder ein Skelett. Ich kann die nicht leiden. Die immer schießen. Oh. Oh. Okay, das baue ich jetzt mal ab, aber dann gehen wir da wieder runter, weil ich will nicht so weit weg vom Haus gehen. Finde ich nicht mehr zurück. Okay. Wie viel habe ich jetzt? 20. Reicht das mal für den Anfang? Komm jetzt da runter. Ein paar Steine abbauen. Und darunter bauen. Würde ich jetzt mal sagen. Ein paar ab. So. Genau. Und die ins Inventar. Gott, ich darf wohl los, nicht springen. Das Eisen. Da ist Eisen. Oh, upsie. Ja, fangen wir so an. Ich kann mich auch einfach darunter graben. So in Treppenformat. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwann der Boden aufhört. Da unten hört er schon auf. Ich wusste es. Da unten hört der Boden schon auf. Aber ich werde es versuchen, nicht runter zu fliegen. Zu fliegen heißt natürlich nicht. Zu fliegen, sondern zu sterben. oh, mein Gott. Okay, das hätte ich. Das hätte ich auch. So. So. Ich meine Steine. So. So. Wir wären unten, ne? Das Eis. Das Eisen. Ach Mann. Komme ich aber nicht hin. Stoppen wir erstmal den Wasserfluss hier. Vielleicht finden wir noch irgendwas. So. Wer hat denn sowas gemacht? Ist ganz schön hoch. Aber wir wagen es. So. Wenn man über Licht. Kein ungebetener Gast kommt. So. Da sag ich doch, das Eisen. Hab ich nicht, aber egal.
Da muss man vorsichtig sein, da hängt was an der Decke. Hoffentlich höre ich jetzt hier keine Monster. Oha. Ich habe eine Eisenmine gefunden. Oha. Gott sei Dank habe ich die Spitzhacken mitgenommen. Aber die eine wird gleich am Arsch sein. Ich freue mich schon auf meine. Ich glaube, dass in meiner nächsten oder in meiner übernächsten Folge wird ein Freund dabei sein. Ich meine, es ist keine Jubiläumsfolge, aber es wird lustig. Er versteht, was Spaß ist. Wirklich, er versteht, was Spaß ist. Deswegen, wird diese Folge extra lustig. Denke ich zu glauben. Das nochmal. Boah, Alter. Sind reich. Naja, nee, reich. Wäre schön. Puh, gut. Gehen wir weiter. Ja, nee, ja, klar. Abbauen. Ach, was ist dieses Bird Keystone hier? Oh, war nicht viel. Oh, das lassen wir jetzt mal da. Ah, stirb! Alter, jetzt wird Baby zu mir sicher. Aua. Ich hasse diese Viecher, wirklich. Ich hasse die. Ist dahinter irgendwas? Ich weiß gar nicht. Geht's einfach weiter? Hä? Oh, natürlich. Irgendwo muss das Ende sein. Genau. Hier ist das Ende. Mehr mache ich auch heute nicht. Ich gehe jetzt wieder zum Haus und verarbeite das Eisen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich daraus craften soll zuerst und was ich aus dem Eisen machen soll. Also, ja. Und ob ich noch Fackeln, ob ich eine Tierfarm machen soll. Das Haus werde ich vielleicht noch zwischendurch ein bisschen vergrößern, denke ich. Kleines bisschen noch was dazu. Vielleicht ein bisschen was Weizen anpflanzen. So, mal gucken. Ja, kein alter Mann. Ich kann noch schwere körperliche Arbeit. Aber dafür muss ich erstmal das Eisen hier hochbringen. Und da müsst ihr warten, bis ich die nächste Folge rausgebracht habe. Und das ist nämlich die Hälfte der Jubiläumsfolge. Bis zur Jubiläumsfolge. Nämlich die fünfte wäre das dann nächstes Mal. Ja, was? Es ist schon Nacht. Die Fackeln sehe ich noch, oder? Ja. Gott sei Dank, in der Nacht ist es immer gut, wenn man die Fackeln sieht. Ne. Ja, was? Da hängt eine Spinne an der Decke. Oh, Alter! Alter! Ich hab die Spinne getötet. Ich hab die Hexe getötet. Oh mein Gott. Ich guck gleich mal, wenn wir im Haus sind, was da alles drin war bei der Hexe. Oh, geil. Mit einem Steinschwert. Mit einem Steinschwert. Ohne dass ich vergiftet werde oder so. Was hat die denn jetzt? Ein Trank! Ein Trank der Heilung! Und Zucker. Oh, komm. Warte mal, die Kohle. Tu mir mal in den Ofen. Ja, verarbeiten wir das auch gleich mal noch. Nein, 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 heute nicht. Heute verarbeiten wir noch das hier. Genau. Ja, und dann legen wir das mal kurz hin. So, okay. Ich würde sagen. Oh, das Zuckerrohr ist aber gewachsen, ja. Ich würde sagen, mit diesem schönen Anblick hier wäre das Tutorial, das Let's Play für heute beendet. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich aus diesen 17 Eisen hier machen soll. Ja, also, bis dann!